Herzlich willkommen zu Tomb Raider. Ja, das letzte Mal waren wir hier in diesem Helikopter, haben dabei ein Feuerzeug gefunden, sind etwa 10-mal gestorben, keine Ahnung. Ja. Es ist so einiges passiert. Erstmal hier zum Lager. Dann haben wir das Sturmgewehr. Das ist gut. Wir können wieder einen Fertigkeitenpunkt verteilen. Der letzte ist noch nicht offen, oder? Nee. Wie viel müssen wir da noch? Ah, 6 weitere Fähigkeiten. Gut. Maximale Munitionsmenge, größere Belohnungen. Was haben wir hier? Axtexperte. Ja, okay. Ich denke, wir nehmen Munitionsmenge. Das ist immer gut. Und jetzt schauen wir mal nach, was wir hier noch machen können. Sturmgewehr. Oh, jetzt ist es eine AK. Schaden erhöht. Rücklaufbremse. Verringerter Rückstoß. Doppelmagazine. Ich denke, wir machen mal das. Rücklaufbremse. Wie viel haben wir noch? 490. Die lassen wir jetzt erstmal. So. Hier haben wir schon geplündert. Zumindest der Großteil. Aber wir schauen uns jetzt hier einfach noch ein bisschen um. Gibt sicher noch einige Sachen, die wir hier finden können. Jetzt brauchen wir die Schrotflinte. In der Edo-Periode Japans hatte traditionelle Männerkleidung keine Taschen. Inro waren kleine Behälter für persönlichen Besitz, eine Art Frühform des Geldbeutels. Interessant. Können wir auch durch. Schrotflintenmunition nehmen wir mit. Den müssen wir auch fluten. Hier drin gibt es auch was. Munition nehmen wir mit. Hatten wir genug verballert in der letzten Folge. Da blinkt auch noch was. Ja, Pfeile. Oh oh, hier kommst du schon wieder. Von irgendwoher sehen die uns. Wo sind sie? Ach, das ist der Freund. Wie viel von denen gibt's eigentlich? Ah!
Gut, wir ziehen uns. Oh. Wir ziehen uns jetzt einfach einen Moment zurück. Wo sind die? Und hier haben wir vielleicht eine bessere Position. Oh, wo sind die? Nirgends mehr. Okay. Ich habe hier noch was gesehen. Zur Ruhe gebettet. Neue Herausforderung. Okay. Das ist. Gehen wir nach hier hoch. Ach, Pfeile. So, nichts mehr. Ach da, da drin. Und Munition nehmen wir trotzdem mit. Na klar. Die spawnen also sobald wir da in die Nähe kommen. Na klar. Sobald wir bei dem Gebäude in die Nähe kommen, spawnen wieder alle. Wir sind jetzt gleich wieder hier. Was sollte das jetzt? Okay. Zwei von drei Teile Schrotflinte, das ist auch gut. Okay, wo sind wir vorhin durchgelaufen? Ich glaube da unten irgendwo. Ja, genau, stimmt. Kommen wir hier durch? Yep. Was ist mit den Gegnern? Nichts mehr. Offenbar nicht. Inro sind normalerweise aus lackiertem Holz. Aber dieser besteht aus Messing. Dieser Inro riecht innen nach Tabak. Vielleicht so etwas wie ein altes Zigarettenetui. Oder so eine Art Tabakdose. Okay, jetzt kommt die Musik wieder. Das heißt, hier sind einige Gegner. Jetzt nicht mehr. Okay, das ist gerade ein bisschen strange. Kommen wir, ja, hier geht's noch hoch. Matthias lässt uns nach starken Männern für die Bruderschaft suchen. Klug sollen sie nicht sein. Sie sollen nur Befehle befolgen und arbeiten. Wer Fragen stellt oder sich weigert, wird sofort getötet. Und über die Frauen entscheidet Matthias. Die meisten werden den dunklen Wesen geopfert. Einige für das Ritual ausgewählt. Wir machen bei der Krankenzeremonie mit. Einige Brüder glauben langsam sogar daran. Etwas kontrolliert diese Stürme rund um die verfluchte Insel und lässt uns nicht fort. Vater Matthias redet angeblich damit.
Mit ihr, diesem Geist der Sonnenkönigin oder so. Ich weiß nicht, was ich glauben soll, aber ich tue alles, um zu überleben. Wo geht's hier? Nicht mehr weiter hoch. Gut. Da unten ist noch einer. Noch mehr. Wo sind die? Keine Ahnung. Ja. Hier hoch. Was ist das? So. Ah, okay. Nee, die brauche ich. Da hinten ist noch eins. Das holen wir uns nachher auch noch. Das könnte aus der Yuan-Dynastie sein. Vielleicht aus Kublai Khans verlorener Flotte. Oh, warte. Es ist eine Fälschung. Made in China. Okay. Das ist gut. Wo wollten wir hin? Ja, genau. Hier rauf. So, das hier noch holen. Gut. Dann haben wir 3 von 5. Gibt's sonst noch irgendwas? Hier ist ein Grab. Da habe ich auch ein Buch gesehen. Ja. Oh Mann, was für eine Riesenscheiße. So viel zum beschaulichen Ruhestand. Wenn ich Roth irgendwo auf dieser verdammten Insel finde, kriegt er eine aufs Maul, weil er uns hergebracht hat. Und dann töten wir gemeinsam jeden einzelnen von diesen irren Hurensöhnen. Es wird sein wie früher, nur ohne Dickie Croft. Würde er noch leben, würde er die Mistkerle studieren wollen. Er würde diesen schrägen religiösen Kult faszinierend finden. Hoffentlich ist seine Tochter cleverer und findet ein gutes Versteck. Diese Irren sind gefährlich. Ich mache mir Sorgen um die Jungen. Alex, Sam, die werden hier lebendig gefressen. Ups, mal nachladen. So. Sonst gibt es nichts Interessantes mehr. Hier waren wir, glaube ich, schon. Ja. Ja, hier ist sicher wieder eine Falle drin. Nicht? 1 von 3 Teilen. Gewehr. Thank you.
Kommen die auch noch? Können wir uns hier runterschießen? Nee. Das geht nicht. Oh. Das ist jetzt gerade ein bisschen dumm gelaufen, sag ich mal. Kann man hier raus? Ja. Noch eine Opferung. Was treibt sie bloß dazu? So, gehen wir hier runter. War hier gerade noch was? Ah, ja, genau. Dachte ich mir doch. Ja. Wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Dann sehen wir weiter. Ja. Das nehmen wir mit. Und hier gibt es noch mehr. Das ist nichts. Ja. Hätten wir einfach runterspringen können. Das nehmen wir mit. Okay. Ja. Erstmal umschauen. Was geht's eigentlich? Ich würde sagen, wir nehmen die mal mit. Okay, ist noch zu leicht. Noch eine. Hier haben wir noch eins. Oh. Okay. Jetzt ist es wieder zu schwer. Dann nehmen wir hier einfach mal eins mit. Theoretisch. So kommen wir nicht hoch, oder? Nee, das ist zu weit. Ja. Zu früh gesprungen. Wenn er hoch fährt.
Jedi entweihen diese alten Ruinen und nutzen sie selbst als Verehrungsstätten? So, das hat jetzt ein bisschen gedauert. Trotzdem danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye.